Und jetzt kommt der Mann, den ich auch erst über die Mahnwachen kennengelernt habe. Ein verrückter Vogel, vor allem seine Frisur. Ich dachte immer, ich hätte Arbeit, aber er macht das richtig. Hier ist Prinz Chaos. Applaus, Leute. Ihr schaut ja unglaublich gut aus. Von hier oben. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin total froh, dass ich hier bin, aber ich bin noch viel froher, dass ihr hier seid, weil ich mir denke, so ganz alleine auf diesem Potsdamer Platz, spooky. Ja. Weil besonders schön ist er ja nicht geworden. Ich bräuchte die Gitarre ein bisschen lauter auf dem Monitor, bitte, und die Stimme auf dem Monitor ein bisschen leiser. Oh, genau. So ist gut. Mir geht es mit diesem Nahostkonflikt so, ich bin restlos ratlos. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich schaue mir das jetzt seit 3000 Jahren an, ne? Und ich bin echt ratlos. Die auch den Mut zur Schwäche haben sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, die geht da, 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 da. Aber man sollte sich auch nicht zum Opfer machen lassen, ja? Wir brauchen uns nicht mobben lassen von niemandem, ja? Niemand hat das Recht, uns zu irgendetwas zu diffamieren, was wir einfach nicht sind. Ich persönlich bin ja inzwischen in der luxuriösen Position, dass ich von links und rechts gemobbt werde. Das ist ziemlich praktisch, weil da findest du deine innere Mitte ganz einfach. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, die geht da, 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 da. Wir wachen und mahnen für Frieden in der Welt, in über 100 deutschen Städten, gegen den Hass, Lügen und das Geld, in einer Welt, die wir gern frei und glücklich hätten. And all we are saying is give peace a chance. And all we are saying is give peace a chance. Ja, so hat das angefangen mit give peace a chance, ja? Die erste Antikriegsbewegung, in der ich sozusagen, abgesehen von Demos, wo mich meine Eltern hingeschleppt haben, war, die war 1990 gegen den Golfkrieg, den Irakkrieg von George Bush Senior. Das hat auch so angefangen. Hey Generation Golf, unser Krieg ist wieder da. Erinnert ihr euch, wie schön die Zeit war, als wir auf die Straße rannten mit Gandhi und ich habe Angst. Schülermassen, Schüler, alles voller Schüler. Kein Krieg am Golf, kein Blut verölt, kein Krieg am Golf, kein Blut verölt, kein Krieg am Golf. Und der Herr Bichler mit Friedensplakette im Ethikunterricht. Wir waren blutjung und für den Frieden und mehr nicht. Aber was du abbekommst, wenn du in Deutschland 2014 für Frieden auf die Straße gehst,
Das ist schon echt unglaublich, mein lieber Scholli. Aber wir machen das auch selber mit uns, ja? Ich möchte nicht wissen, mit wie vielen von euch heute ich mir auf Facebook schon üble Gefechte geliefert habe und ihr waren uns total unsympathisch, ja? Und es gibt auf Facebook echt eine Kommunikationskultur, wo du, so wie die Debatten geführt werden, von vornherein weißt, da kann man sich jetzt 700 Kommentare lang streiten, das wird nichts bringen. Und da ist es doch schön, wenn man sich dann offline mal trifft und sich so mit Körper und Lächeln und den Augen und so ein bisschen sehen kann. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die mal offline gehen sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, die geht da 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 da. Das Leben in Zeiten von Pest und Cholera, das ist aus unserer Welt geworden, eine Love Parade. Durchs Hamsterlabyrinth. Lieben, laufen, ficken, fressen, saufen, kaufen, fressen, saufen. We will rock you. We are the champions. We will rock you. We are the champions. 80.000 klatschen mit. Freddie Mercury in Wembley, Lars Meerholz am Potsdamer Platz. Eine halbe Million auf der Fanmeile in Berlin und an Tagen wie diesen, da atmen wir Behaglichkeit, weil an Tagen wie diesen haben wir für den Rest der Welt leider keine Zeit. Zur Revolte, die nicht bei jedem Scheiß mitmachen sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, die geht da 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 da. Ja, aber der Konsumboykott, das ist furchtbar schwierig. Ich gestehe es hier in aller Öffentlichkeit. Ich bin mit meinem großmäulig angekündigten WM-Boykott im Halbfinale an Brasilien gescheitert. Es tut mir leid. Ja. Ich fühle mich auch schlecht, aber ich musste mir das natürlich anschauen. Ist ja klar. Das Wunder von Rio. Es war ein Wunder. Habt ihr das Wunder mitgekriegt irgendwie? Es war ja unglaublich. 200.000 Leute im vollbesetzten Maracanã, nicht wahr? Da sitzt Angela Merkel und beschwört die deutsche Nationalmannschaft mit der Raute. 112 Minuten lang. Voodoo-Merkelei. Ja? Die kindliche Kanzlerin. Die spirituelle Großmeisterin dieser Republik schrie Augenbinder Angela Merkel, nicht wahr? Beschwört die Nationalmannschaft mit der Raute. Mario Götze, er wird erfasst von Merkels Energie. Haut den Ball ins Tor, 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 Tor. Und was für ein Horrorkabinett da auf der Ehrentribüne des Maracanã. Wahnsinn, ja? Neben schrie Augenbinder Merkel Joachim Gauck, der größte lebende Intellektuelle Deutschlands seit dem Tod von Mike Krüger. Oh, Entschuldigung, ich habe gehört, Mike Krüger lebt noch. Joachim Gauck, der zweitgrößte lebende Intellektuelle Deutschlands nach Mike Krüger. Daneben die brasilianische Merkel, ja. Die ganze Stadtviertel planieren hat lassen und ansonsten ein schönes Geschau gemacht hat, während man das Land für 4 Wochen ausgeliefert hat an die FIFA und deswegen folgerichtig neben ihr der Sepp, der Blatter Sepp, ja der Sepp, Servus Sepp, das ist er, der Blatter Sepp, der größte lebende Mafiosi in Amt und Würden seit dem Tod von Al Capone und dem Rücktritt von Silvio Berlusconi. Der Sepp, ja Servus Sepp. Ja,
der Sepp Berlusconi und daneben Wladimir Putin, den mochte ich sowieso nie, weil, wisst ihr, der Feind von meinem Feind oder von mir aus der Gegner von meinem Gegner ist ja deswegen nicht automatisch mein Freund, manchmal ist er einfach nur eine andere Sorte Arschloch. Ich mag einfach so Geheimdiensttypen nicht. Ja? Auch wenn der Geheimdienst der KGB war und sie jetzt irgendwie Staatspräsident von Russland sind. Schaut's. Ich mag die auch dann nicht, wenn sie von der NATO drangsaliert werden, gegen deren Politik ich kämpfe, seit ich denken kann. Das ist natürlich ein ungleicher Kampf gewesen. Ich gegen die NATO. Muss aber sagen, die NATO hat sich erstaunlich gut gehalten in den letzten 25 Jahren. Ich bin weder pro NATO oder pro Putin. Ich bin für Russen und Palästinenser und für Israelis und ich verstehe einfach vieles nicht. Ich verstehe oft nicht, wie Leute abgehen und am Ende bin ich etwas noch viel, viel langweiligeres als alles das. Ich bin einfach so pro Frieden und pro Menschen. Ne? Vielleicht noch fern.
gern. Wir sind ohne Angst, wir sind ohne Angst, wir sind ohne Angst, kommt alle her. Stark wie das Meer, ein buntes Heer, wir sind ohne Angst, kommt her. Jetzt werden wir so mal ein bisschen Kirchentag-Atmosphäre probieren. Ihr dürft jetzt mitsingen. Schafft ihr das? Ich sag den Text auch teilweise vor, ja? Wir spielen langsam. Wir machen erstmal das Englische. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Whoa, whoa, whoa. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Wir singen noch eine Strophe. Noch einen, der, es ist ein Sommertitel. Ich wollte übrigens eines sagen vorher, auf dem Lautsprecherwagen hat einer gesagt, und wir müssen jetzt so einmal in der Woche, montags war noch reicht nicht, wir müssen jetzt da campen und jeden Tag und 24 Stunden am Tag. So. Da denke ich mir immer, das sind so Vorschläge, die klingen bei solchen Temperaturen wie heute immer gut. Aber wir sollten nicht vergessen, wir leben in einem Land, wo wir in 4 Monaten wieder alle bitterlich frieren. Einmal in der Woche ist schon ein guter Rhythmus. Ja? Das Lied heißt Sommer in Heiligendamm und es handelt von den erfolgreichen Blockaden gegen die G8-Konferenz in Heiligendamm. Und es ist ein Liebeslied. Die Tür springt auf, alles wie im Traum. Mein Liebster fliegt zu mir in vollem Lauf über Hecke und Zaun. Rosen aus dem Ghetto-Blaster regnen aufs Straßenpflaster. Hey, lauf nicht wieder weg, tritt unsere Liebe jetzt nicht in den Dreck. Verdammt, du weißt doch ganz genau, was los ist. Und ich spüre deine Angst und dass du meinst, vielleicht tut's ja auch eine kleinere Dosis. Hey, mach dir nichts vor, die Liebe kriegt dich nur als volle Dröhnung, hart und pur. Das Chaos wird uns führen, es öffnet alle Türen. Oder geh wieder heim, zieh die Decke über'n Kopf, versink in Frust und Trauer, putz die Bon und stopf dir halt noch einen Sommer Illusionen rein. Fühl dich unterdrückt und fühl dich klein. Hey Baby, keiner kann dich retten. Leider gilt das auch für mich. Wenn du dich nicht retten willst, verlohne das. Geht's nun mal nicht. Aber schau, ich hab ne Karre, der Tank ist voll. Im Kofferraum gibt's Gras und Alkohol. Ich fahr die Fenster runter, steig aufs Gas, der Sommerwind. Unsere Haare flattern hoch als Regenbogenfahne, mein Kind. Die letzte Chance ist oft die beste. Die Pleite sind feiern die schönsten Feste. Bunt die Bäume grün, unsere Rebellenträume. Highlight
wie sie in Heiligendamm. Wir rennen, lachen, tanzen, jede wie sie kann. Hinterm Zaun erleuchtet der Strand, Sommer in Heiligendamm. Ey Mann, so viel wie heute haben wir schon lang nicht mehr gekonnt. Eine Clownsarmee marschiert entschlossen an die Front. Ein warmer Wind, der die Antworten weiß. Sommer in Heiligendamm, so nice. Ey, hör mal bitte zu, wenn Gitarrenseiten mit dir sprechen. Eine Nebelwand aus Lügen, Mauern biegen sich und brechen. Wenn wir jetzt endlich auf die Reise gehen und nicht mehr feig und stumm im Abseits stehen. Der Zaun, die Bullen, die Dornenhecke, ein Hoch auf die Vergangenheit und dass sie bald verrecke. Dämonen jagen dich, die drücken runter wie ein Alp. Im Hafenbecken die rostroten Wracks, die schaukeln bös und krank. Die wispern immerfort die ewig gleichen Namen von denen, die vor uns gingen und kamen. Der Überfluss, die fetten Jahre sind vorbei. Unsere Tränen und Haare, die wiegen sich im Gelände offen und frei. Schönes Kind, steig ein. Wir haben Jahrtausende vergeigt, aber wir können auch mal Sieger sein. Oh, take my hand, we're following the knights to case the promised land. Oh, Thunder Road, Thunder Road, Thunder Road, Thunder Road, lying out there like a killer in the sun. I know it is late, but we can make it if we run. Take a hold, Thunder Road. Sommer am Potsdamer Platz. Ich danke euch, es ist wunderschön mit euch. Es hört zu. Es gibt von uns allen hier, es gibt keinen einzigen, ja, der alles richtig findet, was jeder sagt. Okay? Keinen einzigen. Ich war auch schon auf Demos, da hat man alles richtig gefunden, was da vorne gesagt wurde, und man hat sich gefragt, warum sagen sie es dann überhaupt noch? Weil alle einer Meinung sind. Jeder darf für sich entscheiden, wer ihm gut tut, wer nicht. Und ansonsten werden wir wunderbar miteinander umgehen und eine sehr friedliche Welt schaffen, nämlich den ersten Weltfrieden. Der zweite. Vielen herzlichen Dank. Ja, heute ist es die Sauna am Potsdamer Platz, nicht vorm Brandenburger Tor. Sehr schön. Wir bauen hier kurz ein bisschen um. Ich glaube, es schließt sich jetzt noch ein bisschen ein Teil von der anderen Demo an uns an. Ungefähr so vielleicht ein paar hundert Leute, die noch von der anderen Demo hier kommen. Ich würde nochmal darauf hinweisen, dass es keine Fahnen gibt, weil Frieden hat nichts mit Nationalstaaten zu tun. Frieden geht nur weltweit. Und wie gesagt, ich bin immer pro Mensch, aber eigentlich nie pro Nation, ey.